Hi Leute, was geht? Mein Name ist Jonas und ein ganz herzliches Willkommen hier zu diesem Video. Heute geht es mal wieder um meine Lieblings-Social-Media-Plattform TikTok. Ich freue mich, denn man muss ja ganz ehrlich sagen, TikTok ist tatsächlich die Social-Media-Plattform, prägt Millionen von jungen Menschen und wie ich selber hautnah mittlerweile mitkriege, nicht nur junge Menschen. Da sind auch die ein oder anderen älteren Personen mittlerweile unterwegs und manche Kommentare von diesen Menschen machen mir wirklich auch Angst. Auf TikTok werden täglich mehr als 1 Million Videos geschaut und weltweit gibt es über 1 Milliarde Nutzer. Es ist also wirklich eine ganze Menge. Und zwischen Fashion-Ikonen, süßen Tierbabys, großen Gefühlen, Spaß, Informationen und Barbie-Content fühlen wir uns hinter unserem Bildschirm am Smartphone, am PC oder am Fernseher zu Hause sicher. Und ja, ich habe tatsächlich zuletzt auch gesehen, dass es an manchen Smart-TVs wirklich diese TikTok-App gibt und man kann sich einfach die ganze Zeit TikToks ansehen. Es ist schon crazy. Aber die Frage, die wir uns in diesem Video stellen, ist, sind wir das wirklich? Sind wir sicher? Denn immer wieder bekommen wir auch Schlagzeilen zu Gesicht, wie TikTok-Betreiber haben vollen Zugriff auf unsere Daten, Videos mit Headlines zum Beispiel, darum ist TikTok so gefährlich. Und eben auch die Frage, wird TikTok bald in Deutschland verboten? Auch das wird immer wieder diskutiert und in Frage gestellt. Ich meine, dass TikTok und ihre Auswirkungen nicht die gesündeste App für uns ist, das ist mittlerweile vielen von uns klar. Aber viele Länder sehen sogar so große Sorgen in dieser App, dass die einzige logische Lösung, die für die Länder erscheint, das komplette Verbot dieser App ist. Die Frage ist, was steckt dahinter und wie sieht es für Deutschland aus? Das schauen wir uns heute einmal genauer an. Kapitel 1, das TikTok-Verbot. 2022 zeigte sich, dass Social-Media-Nutzer und Nutzerinnen auf keine anderen Social-Media-Plattform so viel Zeit verbringen wie auf TikTok und zwar im Schnitt 95 Minuten am Tag. Das ist ein ganz schön ordentlicher Batzen. TikTok gehört dabei zum chinesischen Konzert ByteDance und ist eben vor allem aufgrund des chinesischen Sitzes stark umstritten. Dazu gleich noch ein bisschen mehr. In Deutschland ist beispielsweise TikTok bereits auf Diensthandys von Abgeordneten verboten. In den USA gibt es schon länger Diskussionen über ein TikTok-Verbot und in Indien ist das sogar mittlerweile Realität. Würde ein kompletter Verbot in allen US-Bundesstaaten durchgeführt werden können, also rein hypothetisch, dann wäre das schon ein sehr harter Schlag für TikTok. Denn nach Angaben von TikTok wird die App von über 150 Millionen Nutzer und Nutzerinnen aus den USA genutzt. Das ist fast die Hälfte der Einwohner, die die Vereinigten Staaten haben. Also auch dort wird es von einer ganzen Menge an Menschen genutzt. Am 23.03.2023, das habt ihr vielleicht mitbekommen, hat der TikTok-Chef Xu Zixu die App TikTok bei einer Anhörung vor dem US-Kongress verteidigt. Und es lohnt sich auf jeden Fall, da mal ein paar Ausschnitte von anzugucken. Das habe ich damals auch gemacht und es gab wirklich absurde Diskussionen. Hier mal gerade ein kleiner Ausschnitt. Does TikTok access the home Wi-Fi network? Only if the user turns on the Wi-Fi. I'm sorry, I may not understand the... So if I have TikTok app on my phone and my phone is on my home Wi-Fi network, does TikTok access that network? It will have to access the network to get connections to the internet, if that's the question. Is it possible then that it could access other devices on that home Wi-Fi network? Congressman, we do not do anything that is beyond any industry norms. I believe the answer to your question is no. It could be technical. Let me get back to you. Okay, I'd appreciate if you can answer that. Also ich frage mich, ob die sich überhaupt ganz kurz vorher mal mit dem Thema Internet beschäftigt haben. Aber gut, Fakt ist, hier musste die App TikTok verteidigt werden vor diesem US-Kongress, weil sich eben dort Sorgen gemacht werden. Und diese Sorgen schauen wir uns jetzt gerade mal genauer an, denn die betreffen tatsächlich auch uns. Kapitel 2, TikTok-Nutzer in Gefahr. Die erste Sorge bezieht sich auf die persönlichen Gefahren für die TikTok-Nutzer und Nutzerinnen. So kam es zum Beispiel immer wieder bei Challenges und Pranks dazu, dass Leute ihr Leben verloren haben, weil sie bei diesen Challenges mitgemacht haben oder weil es bei Pranks eben zu weit ging. Habt ihr bestimmt auch schon mal mitbekommen, irgendeine Schlagzeile gelesen oder habt ihr auch einige YouTuber und YouTuberinnen, die Videos darüber machen. So gab es vor einigen Jahren ja zum Beispiel diesen Blackout-Challenge-Trend, bei dem es quasi vor allem darum ging, dass man sich so lange stranguliert hat, bis man quasi passed out war, bis man schwarz gesehen hat und ohnmächtig wurde. Und da haben eben super viele junge Menschen auch mitgemacht und es haben wohl auch eine Menge junger Menschen ihr Leben daran verloren. Jetzt kann man sich natürlich grundsätzlich fragen, wie man das tun kann, also auf die Idee kommen kann, sich selber mit einem Seil oder was auch immer zu strangulieren, bis man ohnmächtig wird oder sich selber zu würgen, bis man ohnmächtig wird. Wie man da überhaupt, also will das gar nicht weiter hinterfragen. Am Ende geht es hier auch um das Leben von Menschen, was hier verloren gegangen ist. Grundsätzlich kann man hier natürlich auch hinterfragen, wer hat Schuld? Ist es wirklich die Plattform? Oder würde es solche absurden Challenges nicht vielleicht auch auf einem Pausenhof geben können, wenn es eben nicht diese Verbreitung über TikTok gäbe? Grundsätzlich kann man hier natürlich hinterfragen, wie sehr Schuld die Plattform TikTok tatsächlich dann am Tod dieser Leute trägt. Fakt ist aber eben trotzdem, ganz, ganz viele junge Menschen sind viel, viel Zeit am Tag auf dieser App
App, konsumieren die Inhalte und definieren sich vielleicht selber auch dadurch oder definieren sich durch Challenges, die sie dort eben machen. Und klar trägt eine Plattform am Ende auch die Verantwortung für die Inhalte, die dort laufen. Wenn ihr euch mehr dafür interessiert, wie süchtig unsere Generation nach dieser App ist und wie problematisch das ist, könnt ihr euch übrigens gerne auch dieses Video hier von mir anschauen. Das verlinke ich euch irgendwo hier oben auch mal. Könnt ihr also im Anschluss gerne noch reinschauen. Ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Video gewesen. Fakt ist aber eben, wie gesagt, wenn wir auf TikTok unterwegs sind, wir konsumieren schon eine ganze Menge auch Trash. Das kann man nicht leugnen. Doch diese Probleme, die wir jetzt hier sehen, das sind gar nicht die Hauptprobleme, die die jeweiligen Länder und Staaten sehen, warum die App verboten werden sollte. Es gibt nämlich noch zwei andere große Probleme. Das erste schauen wir uns jetzt im nächsten Kapitel an. Kapitel 3, Problemkind China. Die zweite große Sorge ist eben, dass die ganzen Daten von und in China ausspioniert werden. Denn wie bereits erwähnt, gehört die App TikTok zum chinesischen Mutterkonzern ByteDance. Und sagen wir es mal vorsichtig, Datenraub ist in China jetzt auch nicht unbedingt was Neues. Bei einem der größten Datendiebstähle der Geschichte in den USA wurden fast 150 Millionen US-Amerikaner von chinesischen Regierungshackern ausspioniert. Das Ziel waren dabei Sozialversicherungsnummern, die Namen, die Geburtsdaten und auch die Wohnorte. Ja, und mit TikTok hätte ByteDance bzw. dann eben China Zugang zu Millionen bzw. fast Milliarden Handys mit eben super, super vielen Daten. Aber wie wir bereits natürlich eigentlich alle wissen sollten, haben wir mit unserer Datenschutzerklärung bereits zugestimmt, dass unsere Daten unter anderem an China dürfen. Also im Nachgang dürfte sich eigentlich kein Nutzer darüber großartig aufregen. Es gibt dort sehr spannende geleakte Audio-Files von ByteDance-Mitarbeitern, von über 80 internen TikTok-Treffen. Damit meine ich keine Treffen von irgendwelchen absurden TikTokern, die dort Content zusammen machen, sondern eben von den Mitarbeitern von TikTok. Aus diesen geleakten Audios ging eben wiederholt hervor, dass ByteDance-Mitarbeiter Zugriff auf Daten von US-TikTokern hatten. So wird dort eben wortwörtlich von einem Mitglied der Vertrauens- und Sicherheitsabteilung von TikTok gesagt, in China ist alles zu sehen und ein Ingenieur aus Peking wurde sogar als Master-Admin, der Zugang zu allem hat, bezeichnet. Das ist natürlich schon gruselig zu hören. Bei der Anhörung vor dem US-Kongress versicherte aber Xu Zixu, also der Chef von TikTok, dass alle amerikanischen Daten in Amerika von einem US-amerikanischen Unternehmen von amerikanischem Personal betreut werden. Man müsste sich also keine Sorgen machen. Man würde aber auch weiter an einem Schutzwall arbeiten, der die Sicherheit eben nochmal verbessern solle. Wie gut das funktioniert, das kann man natürlich in Frage stellen, aber TikTok gibt sich zumindest in der Vermarktung Mühe, so viel Transparenz zu zeigen wie möglich, um eben Sicherheit zu vermitteln. American data stored on American soil by an American company overseen by American personnel. We call this initiative Project Texas. That's where Oracle is headquartered. Today, US TikTok data is stored by default in Oracle Service. Außerdem fügte Xu Zixu hinzu, dass ByteDance ein Privatunternehmen ist und nicht unter dem Einfluss von eben dem chinesischen Staat stünde, weil ich das auch mal wieder einfach vorsichtig hinterfragen würde, inwieweit man das in China tatsächlich ist. Aber mal ganz unabhängig davon, ob jetzt staatlicher Einfluss oder nicht, TikTok ist auf jeden Fall politisch und verhält sich auch so. Und das ist das nächste große Problem. Kapitel 4, TikTok als politisches Machtinstrument. Die dritte große Sorge ist eine chinesische Steuerung öffentlicher Meinungen. Und das finde ich wirklich super, super spannend. Wie wir bereits am Anfang des Videos gelernt haben, verbringen die Nutzer etwa 95 Minuten im Schnitt am Tag auf der App TikTok. Und diese Nutzer schauen sich in dieser Zeit viele, viele Videos an. Nehmen wir mal ganz dumm an, man würde den ganzen Tag dauernd Videos zugespielt bekommen, in denen es darum geht, dass man Nutella unbedingt mit Butter essen muss. Wie diese Videos hier. Esst ihr eure Nutella eigentlich mit oder ohne Butter? Also ich persönlich finde ja, da muss Butter drauf, sonst schmeckt es nicht. Butter, Nutella, dip that thing in there, dip it, dip it, dip it. Ich weiß, das ist wirklich eine schlimme Vorstellung, Nutella mit Butter zu essen, aber wir stellen uns wie gesagt mal vor, man kriegt davon die ganze Zeit Videos zugeballert. Wahrscheinlich würde man mit der Zeit dann denken, okay, also wahrscheinlich muss man Nutella wirklich mit Butter essen. Und das ist natürlich am Ende eine völlige Geschmackssache, aber ich will damit deutlich machen, wenn man ganz viele Videoinhalte zugespielt bekommt, die sich ganz deutlich auf eine bestimmte Meinung fokussieren, dann geht es sehr schnell, dass man diese Meinung zumindest nicht mehr hinterfragt, sondern annimmt oder vielleicht sogar als eigene Meinung übernimmt. Und diese Art von Propagandamittel ist wirklich sehr, sehr effektiv. TikTok könnte zumindest in der Theorie eine Art trojanisches Pferd von China sein, das China eben nutzen könnte, um uns zu beeinflussen oder zumindest das, was wir sehen, hören und eben letztendlich denken. Und TikTok beeinflusst eben schon proaktiv, was wir sehen können
und was ganz bewusst nicht. Zu unserem Schutz passiert es beispielsweise schon bei der Darstellung von Gewalt oder wenn es um Drogen geht oder anderen sehr kritischen Punkten, dann werden die Reichweiten dieser Videos eingeschränkt oder die Videos sogar gänzlich gesperrt. Das ist ja nichts, was ganz automatisch passiert, sondern es ist quasi eine Art redaktioneller Eingriff von TikTok, um uns als Nutzer in diesem Fall zu schützen, was ich auch, wie gesagt, in diesem Fall als nützlich erachte. Der Algorithmus unterscheidet also bei den Videos in unterschiedliche Sichtbarkeitsstufen. Wird es gepusht, soll es gebremst werden, soll es gelöscht werden? Diese Stufen entscheiden dann quasi über die Reichweite, die ein jeweiliger Clip erreichen kann. Ob es jetzt auf dieser For You-Page angezeigt wird oder ob es nur im eigenen Profil angezeigt wird. Viele Creator sprechen ja auch oft davon, dass sie selber geshadowbanned sind. Das bedeutet quasi, dass die eigenen Inhalte kaum mehr ausgespielt werden. Nach welchen Regeln ein solches Video eingestuft wird, das ist nicht unbedingt transparent einzusehen und es ist auch sehr komplex, weil der Algorithmus sehr komplex funktioniert. Doch von einzelnen Regeln wissen wir mittlerweile Bescheid. So wurde LGBTQI-Content beispielsweise früher als Islam-Offense betrachtet. Heute ist es als Risk 3.4 markiert und wird damit in vielen Ländern gar nicht ausgespielt. Also nochmal einfacher gesagt, es gibt einige Länder, in denen spielt TikTok ganz bewusst keinen Content aus, in denen es zum Beispiel um Homosexualität geht. TikTok argumentiert damit, dass man sich an die lokalen Gesetze halten müsse und sie deswegen diesen Eingriff vornehmen. Ich finde das Ganze sehr krass, es gibt aber noch andere krasse Fälle. So wurden Moderatoren auf TikTok beispielsweise dazu angewiesen, bestimmte Inhalte, die zu bestimmten Schönheitsidealen nicht passen, von der Plattform zu entfernen oder zumindest die Reichweiten einzuschränken. Das heißt also beispielsweise könnten Reichweiten eingeschränkt werden von Leuten, die Content produzieren, die eine körperliche Behinderung haben und einem bestimmten von TikTok definierten Schönheitsideal nicht entsprechen. Was extrem unethisch ist und extrem problematisch. Auch beispielsweise Proteste werden auf der Plattform nicht gerne gesehen. In Hongkong kam es zum Beispiel zu vielen extrem pro-demokratischen Demonstrationen. Wenn man auf Twitter bzw. X nach dem Hashtag Hongkong gesucht hat, dann wurden eben auch ganz viele von diesen Demonstrationen gezeigt. Während man, wenn man nach dem Hashtag auf TikTok gesucht hat, man die für die chinesische Regierung wesentlich bequemere Position gesehen hat, und zwar einfach gar nichts. Die Proteste haben im Grunde nie stattgefunden, damit die auf jeden Fall nicht viral gehen. Erst nach einer expliziten Presseanfrage von Deutschland zu diesem Thema wurden dann einige Videos sichtbar, vielleicht weil man dort tatsächlich Schiss bekommen hat, dass es zu einem großen Aufschrei führen könnte. TikTok hat also ganz klare Vorstellungen davon, was wir zu sehen bekommen dürfen und was nicht. Und sie können darauf auch Einfluss nehmen. Also der Algorithmus ist nicht einfach irgendwas, was in der Cloud existiert, worauf kein Mensch Einfluss hat, sondern man kann darauf durchaus Einfluss nehmen. Bedeutet also, wenn man Lust hat, seine politischen Nachrichten zu beziehen, dann sollte man vielleicht doch lieber die Tagesschau schauen oder seriöse Zeitungen lesen und nicht unbedingt auf TikTok-Kanälen unterwegs sein. Das ist teilweise hochproblematisch, was dort für Content gepusht wird. Und ich kann an dieser Stelle gerade für die jüngeren Zuschauer, aber es gilt genauso auch, vielleicht sogar wirklich noch sogar für ältere Zuschauer, denn da beobachte ich das noch extremer eigentlich. Passt wirklich auf, was ihr für Inhalte seht. Selbst wenn ihr auf TikTok Inhalte seht, die in eine bestimmte politische Richtung zeigen. Nehmen wir mal, weil ich das zuletzt hatte, Löwe in Berlin gesichtet. So, nach kürzester Zeit, als rauskam, oh, es war doch nur ein Wildschwein und kein Löwe, gingen die ersten TikTok-Videos online, wo es darum ging, die Regierung hat den Löwen abgeknallt und die versuchen jetzt, diese Tötung des Löwen zu vertuschen, indem jetzt gesagt wird, es war ein Wildschwein. Ich habe so viele Videos davon auf TikTok bekommen und die Kommentare waren voll damit, dass Leute geschrieben haben, wirklich so, es gibt die und die Beweise, aus den und den Gründen muss der Staat das machen und so weiter und so fort. Das hat alles überhaupt keinen Sinn ergeben. Aber ich hatte das Gefühl, dass so viele Leute dadurch manipuliert werden. Das ist jetzt ein vermeintlich dummes Thema. Ne? Also, dass es kein Löwe war, da bin ich ganz fest auf Überzeugung, dass der Staat hier nichts vertuscht. Da müssen wir nicht drüber reden. Das ist völlig sinnlos. Mal abgesehen davon, dass unser Staat, glaube ich, gar nicht dazu in der Lage wäre, das so zu vertuschen. Aber es ist ein anderes Thema. Ich will damit nur sagen, es gibt, egal ob es diese Earth-Flattler sind oder ob es um eben bestimmten extrem politischen Content geht. Es gibt eben ganz viele Bubbles auf TikTok. Man muss beim Konsumieren aber eben ganz deutlich aufpassen. Und anders gesagt, ich würde generell kein bisschen politischen Content auf TikTok konsumieren. Das ist nur Bullshit dort. Also Unterhaltungssachen von mir aus, wenn man sich die reinziehen möchte oder so, ne, so Do-It-Yourselfs oder Kochsachen oder so, muss ich sagen. Mich fragen immer wieder Leute, warum machst du selber Content, wenn du die Plattform so hast? Ich muss ganz klar sagen, es kommt natürlich ganz klar auf die Inhalte an und auch wie man konsumiert. Und am Ende ist es natürlich so, ob YouTube Shorts oder Instagram Reels in ihren Algorithmen viel, viel besser ist. Das ist nochmal ein eigenes Video wert. Ganz klar ist natürlich diese krasse politische Einschränkung mancher Inhalte zum Beispiel und so. Das ist vor allem eben von ByteDance, vom chinesischen Konzern. Das ist hier mehr. Deswegen kann man TikTok auf jeden Fall problematisieren. Aber TikTok ist nicht nur schlecht oder nur ein Problem. Und es gibt dort auch Sachen, wenn man sagt, man nimmt sich mal 15 Minuten am Tag, um sich zum Beispiel eben Kochrezepte reinzuziehen. Also für mich zum Beispiel jetzt als Veganer, ich habe so viele geile Inspos da schon gesehen oder auch so viele gute Tipps, wenn man Sport macht. Jetzt in meiner Bubble sind nicht so unglaublich viele vegane Sportler. Auf TikTok kann ich mir die einfach so zusammensuchen.
und kriege von denen eben jeden Tag Content. So, das ist dann schon ganz praktisch, wenn man solche Inhalte konsumiert. Aber politische Inhalte kann ich auf gar keinen Fall empfehlen, die über TikTok sich eben reinzuziehen. Und auch alles, was so verschwörungstheoretisch wird, sofort raus. Man wird da einfach nur verrückt. Ich komme kurz zurück zum Thema und zwar zur Frage, wird TikTok denn jetzt bald in Deutschland verboten oder nicht? Deswegen Kapitel 5, TikTok-Verbot für Deutschland. Die Bedenken, die ich eben geäußert habe, sind natürlich auch für Deutschland relevant, ganz klar. 2022 beliefen sich die Zahlen von aktiven TikTok-Nutzern, die sich die App über den Apple Store runtergeladen haben, auf etwa 3,13 Millionen und es gibt natürlich noch super viele Android-User. Bedeutet also, es gibt wirklich auch viele Nutzer aus Deutschland und gerade so in den letzten 2, 3 Jahren gab es einen krassen TikTok-Hype. Mittlerweile wachsen viele Creator nicht mehr so stark in Deutschland. Das hat auch damit zu tun, dass die Anzahl an sich neu anmeldenden Nutzern in Deutschland nicht mehr so stark ist, wie das eben zur vor allem Pandemie der Fall war. Die deutschsprachigen Videos werden vor allem aus 3 Standorten moderiert: Berlin, Barcelona und Peking. Am deutschen Standort beispielsweise ist die Führung aber auch chinesisch. Der Vizepräsident unseres Inlandgeheimdienstes, Sinan Seelen, sagt allerdings, dass wir uns dem Ausmaß, vor allem dem Ausmaß, worauf staatliche Stellen gerade China Zugriff haben können, dass wir uns diesem Ausmaß eben nicht ausreichend bewusst sind. Und das sei vor allem eben das Kernproblem. Unsere Innenministerin Nancy Faeser sieht derweil trotzdem keine Grundlage für ein TikTok-Verbot, aber jedoch müsste man besser über die Plattform aufklären und auch das ist natürlich mein Appell immer wieder, dass es über Schulen und über das Elternhaus besser passieren muss. Ich persönlich, gerade um meine ganz kurze, bescheidene Meinung zum Schluss noch zu sagen, sehe ehrlich gesagt auch ein grundsätzliches Verbot als eher kritisch, weil erstens ist es oftmals so, wenn die eine Tür sich schließt, öffnet sich wieder eine andere, heißt, im Grunde würden sich die Nutzer und auch die Inhalte, die die Nutzer dort posten, wahrscheinlich verschieben, einfach dann auf noch mehr YouTube Shorts oder Instagram Reel oder es würde eine neue Plattform gelauncht werden und die Frage eben auch, ob unsere Daten in China problematischer aufgehoben sind oder in den USA, ey, ich weiß es nicht, aber ganz klar ist, der Mark Zuckerberg Facebook-Skandal und Co., unsere Daten sind überall, also wenn ihr euch nicht zufällig auf keiner Social-Media-Plattform angemeldet habt und vielleicht auch immer anonym surft, wenn das nicht gerade zufällig der Fall ist, dann sind eure Daten eh gerade schon überall. Ich halte eben für ganz besonders problematisch, wenn Plattformen eben tatsächlich anfangen, redaktionell einzugreifen, in dem Moment, wo es nicht darum geht, uns vor etwas zu beschützen, wie vor Gewaltvideos und so weiter, bei denen ich übrigens hoffe, dass KI unserer Zukunft noch deutlich aushelfen kann, diese Inhalte automatisch, ohne dass Menschen drüber schauen müssen, zu stoppen oder direkt nicht auszuspielen, aber dass eben beispielsweise diese LGBTQI Content oder eben Content, der nicht bestimmten Schönheitsidealen entspricht oder eben auch bestimmter politischer Content, der irgendwas kritisiert, dass das automatisch gesperrt wird, das ist halt ein richtig großes Problem. Und das ist eben was, womit vor allem eben TikTok negativ Schlagzeilen gemacht hat. Deswegen, ich finde, wir sollten das kritisch beobachten und ich bin auch sehr gespannt, was eure Meinung zu dem Ganzen in den Kommentaren ist. Ich freue mich sehr. Seid euch, wie gesagt, bewusst darüber. Klar kann man immer schreiben, ja, TikTok, die Scheiße sollte verboten werden, aber ist damit wirklich was geholfen oder verschiebt sich nicht einfach nur das Konsumverhalten auf eine andere Plattform oder müssten wir nicht eigentlich ganz woanders ansetzen? Ich freue mich, wie gesagt, auf euren Input zu dem Ganzen. In den Kommentaren wünsche ich euch jetzt noch einen ganz wunderbaren Tag und bis ganz bald wieder, wenn es wieder heißt, ja, neues Video von mir. Bis dann und ciao.